So Leute, hier sind wir wieder mit einem neuen Part von Let's Play Disney Mickey Epic. Endlich nach über einer Woche oder so. Ja, ich habe jetzt ganz viel gemacht. Ich habe zwei Laternen hier angemacht. Ich habe den Piratenmechatronic besiegt. Ich habe alle Sabba habe ich rekrutiert, damit ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, der Pirat da zurück nach Tortuga hin konnte. Und ich habe jetzt endlich alle Diamanten. So, und die setzen wir jetzt ein, so. So, und alle Statuen hätten wir jetzt damit gemacht. So. Sollte es eigentlich offen sein. Du hast alle Statuen erfreut. Und sie haben den Brunnen für dich geöffnet. Was wohl darin ist? Außer abgeschlossen. Landesvolle geheim... egal. Und ich habe herausgefunden, da in diesem Baum, wo ich da was drunter machen kann, wo ich erst diesen, da hinten, dieser riesige Baum, den ich da hinten, ach Gott, da hinten gerade gezeigt habe, wo ich erst in den letzten zwei Parts versucht habe, den Fernseher drauf zu packen, da ist ein Geheimgang irgendwie zum Teufelsast. Keine Ahnung, muss ich mal schauen später, aber ich gehe jetzt erstmal hier rein. So. Ach, guck mal hier. Blub. Was haben wir denn da? Ein Goofy-Animatronic-Teil. Herrlich, ein Arm. Herrlich. Das hat sich doch mal gelohnt. Okay. Ja, dann gehe ich jetzt in den Teufelsast rein. Moment mal. Moment mal. Ach so, warte. Das sind die Statuen hier. Wie komme ich denn jetzt wieder hier raus? Okay, das sieht mir hier ganz richtig. Ach, ich war wahrscheinlich einfach nur wieder hier drauf, ne? Ja. Ja, dann gehe ich jetzt zum Teufelsass. Ich zeige euch das nochmal, wie ich da hab hingehen können. So. Ich springe einfach hier runter. Ja, ich habe ja alle rekrutiert, durch dicken Dinger. So. Vielleicht gehe ich besser hier rüber. Es ist nicht so gefährlich, und ich bin froh, dass ich alle Diamanten habe einsammeln können. Und das war gar nicht mal so schwer. Man muss halt ein bisschen suchen, aber das ging jetzt eigentlich, sag ich mal. Also, weil ich habe es mir irgendwie weitaus schwieriger vorgestellt. Auch irgendwie weitaus schwieriger in Erinnerung. Ach, Mickey, halt dich doch mal da fest. So. So. Hier drauf. Und hier drup. So, jetzt muss ich nämlich einfach so. Und jetzt nochmal einfach. Einfach. Quatsch, so, und jetzt kann ich hier runtergehen. So, aua. Und jetzt einfach hier rein. Würdest du den Teufelsast betreten? Jo. Ich hab gerade gesehen, ist die Zeit wirklich weitergelaufen? Ach, hey. Quatsch. Okay, ich kann einfach weiter hochgehen. Das sieht mir nach einem Piratenversteck aus, sag ich mal. So. So. Ein Bärenfell. Weiß das Teufelsass? Das ist ein Piratenversteck, meiner Meinung nach. Aber hier ist eine Projektorleinwand drin. Moment. Geld. So, wo geht's denn hier hin? Möchtest du nach Tortuga? Ah, okay. Nein, ich möchte noch nicht nach Tortuga. Ich möchte gucken, ob ich hier im Wald, im Dschungel noch Hallo, ich möchte hier raus. Ich kann nicht mehr raus. Was ist denn für eine Scheiße? Ja, egal. Ich kann das später nochmal hier hingehen. Also, ich denke mal, das wird mir auch weiterhin offen stehen. Hoffe ich mal. Ansonsten scheiß auf die Laternen. Laternen wollte ich noch sagen. Ja, wie gesagt, ich habe alle Laternen. Noch nicht alle. Ich weiß nicht, ob ich alle Laternen gefunden habe. Ich habe auf jeden Fall zwei Stück gefunden. Ja, möchte ich nach Tortuga. Ich kenne da gar nichts anderes. Sonst würde ich ja gar nicht mehr hier rauskommen. Ach, ey. So. Sieht mir aus, als wäre ich hier auf einem Walfänger drauf. Wow, wow, wow. Aua. Der Pelikan ist weg. Der Pelikan. Ich muss aufpassen, hier sind überall so Sprengfässer, ey. Komm her, Pelikan-Arsch. So. Egal, das E-Ticket da brauche ich jetzt auch nicht. So. Wow. So. Wo ist denn das, die Filmrolle?
die denn? Ja, die Eisberge gehen runter. Ist doch bestimmt irgendwo da oben, ne? Bei dem Pelikan, könnte ich mir vorstellen. Wow, natürlich. So. Na toll, ein Walmaul. Nein, ich habe immer noch nicht die Filmrolle gefunden. Dementsprechend muss sie wirklich da oben sein. Ich weiß, dass ich diese Story hier mal mit dem Wal hier, ich kann mich an dieses Walmaul erinnern, dass ich das mal irgendwie so als kleines Kind als Buch hatte. Da war das so als Geschichte drin. Ey, du scheiß Pelikan! Warum fliegen hier überhaupt Pelikane rum? Wir sind hier mitten auf offener See, sag ich mal. So. Komm mal her, du beschissener Dreckspelikan. So. So. Ist bestimmt auf dem Wal drauf, ne? Ja, das ist genau der gleiche Wal, den ich meine. So, hier haben wir auch die Filmrolle Whalers. Oder Whalers, ja. Walfänger. Na toll. So. Bittest du nach Tortuga? Ja. Passt zwar hier diese Leinwand passt zwar nicht so ganz damit zusammen. Mit Piraten. Finde ich. Aber egal. Sieht aus, als müssen wir Beluga Billy finden, um die Projektorleinwand zu aktivieren. Beluga Billy hieß der genau. Und da guck mal. Blaue Schatzkiste. Jetzt haben sie das hier wieder bevölkert, sag ich mal. Glaubst du, dass sie freundlich sind? Wir werden es herausfinden müssen, sag ich mal. Nehme ich mal an. Ach ja, stimmt, wir waren ja hier, so. Erstmal hole ich mal die blaue Schatztruhe. Vielleicht ist da hier noch ein Animatronic-Teil drin. Es wäre schön. Ah, ein Daisy-Animatronic-Teil. Okay. Ja, immerhin ein Animatronic-Teil, so. Nein. Möchte ich nicht. So, dahin. Das versinkt wenigstens nicht. Beziehungsweise verschwindet nicht, so wie das hier, so. Da muss man ja aufpassen, da heißt es aufpassen, so. Schön, das habe ich gebraucht. Ja. So. Sing schmeckt süß. Wie heißt der Taschendieb? Teilshow oder so? Ich bin außerdem gerade zu einer Uhrenskizze gekommen. 10 E-Tickets und sie gehört dir. Nein, brauche ich nicht. So, dich rekrutiere ich auch nochmal. Jochen? Wie heißt du denn? Schurke Brandonson oder so. Oder Branderson. Oder Brandonen oder so. Keine Ahnung. Du hast es also aus dem Dschungel zurückgeschafft. Mach's gut, Mickey. Ah, okay. Wer bist du? Halunke Sarek. Ich bin echt gerne Pirat. Ich habe diese TV-Skizze gefunden und verkaufe sie dir für einen guten Preis. Wenn du willst. 25 E-Ticks, ich bin nicht bescheuert, ey. Vor allen Dingen, weil ich die sowieso so wenig brauche und mit dem E-Ticket kann ich weitaus bessere Sachen kaufen, finde ich. Aber ich spare mir die lieber noch ein bisschen auf. So, ihr wart gemeint, ne? So, du dürftest gar nicht böse sein. Ich habe die Piraten versammelt. Die Klecksebedrohung beseitigt und die Krabbeltronics die Docks hinuntergestoßen. Als Belohnung für deine Hilfe öffne ich das Totenkopftor für dich. Als Beluga Billy, ne? Ah, okay.
Da kann ich jetzt rein. Aber da oben war noch ein Pirat, mit dem wir auch noch mal kurz sprechen. So. Wie komme ich denn da noch rauf? Ich glaube einfach hochspringen, ne? Ja. So. So, was hast du denn zu sagen? Das ist doch dieser Alte da. Ja. Ich glaube, Lugabilly. Wir halten Tortuga, während du zur Totenkopfinsel weiterreist. Ich hab doch gesagt, dass du was drauf hast. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Viel Glück bei der Suche nach Hawk. Kommt der jetzt? Oder was? Ich könnte es mir gut vorstellen. Warte mal. Na, ich wollte dich nicht treten. Entschuldigung. Oder wirbeln. Ich möchte genau. Farbe möchte ich haben. So. Ich denke, die kann ich gut gebrauchen. Da mal rein hier. Das ist schon ziemlich lang, das Level hier. Ach, hey. Willst du die Piratenfahrt beginnen? Ja, muss ich ja wohl, ne? Und Disney Presents Mickey Mouse in... Weiß ich nicht. Einem Film. Ach, hey, wieder sowas. Naja, aber eigentlich ist es nur eine lustige Hüpfpassage, sag ich mal. Oh, Spinnen. Kann ich auf euch drauf gehen? Nein. Aber sie töten mich auch nicht. Das ist gut. So. Aua. Nein, sie töten mich nicht. Sie wirbeln mich nur ein bisschen zurück. Ma. Wie soll ich denn da durchkommen? Hallo? Das geht nicht. Ich denke mal, ich muss da oben durch, oder? Ah, ich kann tatsächlich auf sie drauf gehen. Okay, das bringt mir jetzt weit weniger als sonst. So. So. Aber auf dich möchte ich drauf gehen. Okay, das ist ein bisschen scheiße gemacht. Gehe ich mal auf dich drauf. So, das wollte ich doch. Denn ich möchte doch die Filmrolle haben. Ich glaube, ich habe bisher nur eine einzige Filmrolle irgendwie nicht gefunden oder so. Eine einzige. So, du gehst... Aua, aua. Na toll, du Arschsau. Schildkröten. Die bewegen sich... Ja, die gehen unter... Solche Arschloch-Schildkröten, so. So, jetzt sollten wir eigentlich bei der Piratenfahrt sein. Ja. Blum, 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 blum. Jupp, so. Da bin ich ja mal gespannt. Blum. Ach, hey. Hallo, ich habe hier Kisten gesehen, so. Ethik und Leben, herrlich, so. Was ist hier noch drin? Quatsch. Wolltest du mich hier gerade wieder so ein bisschen an Mickey Mill Mountain erinnert? Muss ich sagen. Muss ich sagen. So, das machen wir uns wieder ganz, ganz leicht. Nämlich so. Ja, herrlich. Na, das war... Ne? Hier war ein Boot. Mal gucken. Nein, das ist gefährlich. Ich wage es besser nicht. So. Verdammt. Verdammte Hacke. Verdammter Hack. Braten, so. So. Ich möchte mal kurz gucken, ist da was? Nee. Augenblick. Und auf geht's. So. Jetzt könnte ein bisschen gefährlich sein, obwohl, nee. Obwohl mich der Fluss da unter mir... Meine Scheiß... V-Mode, boah. Da das hier sehen. Und ich habe gerade erst neue Batterien reingepackt. Bevor ich hier angefangen habe. So. Klatsch. Klatsch, so. Wir nehmen erst 14 Minuten auf. Mir kommt das schon viel länger vor. Was? Na gut, ich habe auch vorher ein bisschen was gemacht, aber es war jetzt auch nicht wirklich lang. Es war ein Aufwand von... 5 Minuten vielleicht? Ja, okay, länger, 8 Minuten. So, aber auch nicht weit länger. Ach, hey. Hier brennt's. Aber es gefällt mir hier. Ich
Ich meine, dass hier die drei Pumpen am Fass waren, aber ich sehe nur eine von ihnen. Wo immer sie sind, wir müssen sie ausfüllen, damit die Fahrt funktioniert. Okay, ich habe jetzt gar nicht richtig gelesen, egal. Ihr könnt ja auch lesen. So, gerade bei den Zwischensequenzen, bei den Cutscenes, die ja meiner Meinung nach viel zu schnell ablaufen, also weiß nicht. Ich bin ja schon kein wirklich schneller Leser, sag ich mal. Und müsste teilweise, wahrscheinlich eher noch, wenn ich teilweise Sachen von meinen Let's Plays vorlese, eher eine Brille tragen oder so. Aber, Besen. Wow, warte. Ne, es sind gar keine Besen, es sind Kleckse. Aber ich habe vorhin ein Besen gesehen. Aua, ihr seid doch Ärsche. Aua, ey, guckt euch die an. Bäh. So, dich habe ich schon mal rekrutiert. Fehlt noch der da unten. So. Das wollte ich doch. Den Besen werde ich gleich wahrscheinlich auch rekrutieren. Einfach so aus Spaß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was bringt. Mach mal kurz Pause. So, da bin ich auch schon wieder. So, na toll. Ja, ich rekrutiere jetzt erstmal den Besen. Ich musste kurz was trinken. So, Besenarsch. So. Der macht nur ein bisschen Fassade weg. Ansonsten kann mir das eigentlich egal sein. So. Hier gibt es bestimmt sehr viel zu sehen. Könnte ich mir gut vorstellen. Das ist mal wieder so ein Klecks. Was ist das denn? Ach, so eine komische Maschine, die ich aktivieren muss oder sie zerstören kann. Steht mir ja beides offen, das ist ja optional, so. E-Tickets? Ja, wie komme ich da rein? Gute Frage, nächste Frage und wieder ein Klecks. Aua, ach, du bist doch ein Arsch, lass mich in Ruhe. So. So, her damit. Oh. Ich würde gerade echt mal ganz gerne wissen, was ich hier jetzt machen soll. Ach, guck mal hier. Ach, ich bin blöd. Ich bin ganz doof. Guck mal. Ich denke mal, die Antwort liegt in den Häuserfassaden. Könnte ich mir gut vorstellen, sag ich mal. Hier vielleicht? Ach, guck mal da, so. Kann ich doch gerade sagen, da kann ich doch rein. Nein. So, die stopfen wir jetzt mal mit Farbe voll, so. Durch die Farbe läuft die Pumpe wieder einwandfrei. Herrlich, so. Ich muss mehrere Pumpen einschalten, oder was? Da schaue ich mal. Entschuldigung, ich musste gerade kurz wieder Pause machen, aber jetzt bin ich wieder da. Ja. Stichwort Pumpe. Oh, das meine ich immer. So eine Kacke, dass man sowas hat einbauen lassen, weil das hätte man doch irgendwie ändern können. Natürlich ist da natürlich nichts mehr. Und hier kam ich, ne? Ja. Häuserfassade wegmachen vielleicht. Ich würde gerade sagen, ich habe so viel Verdünner hier. Extrem viel. Ja. Wärst du jetzt runtergefallen? Ich hätte dich jetzt einfach so in die Verdünnerpampe da reingeschmissen, Mickey, ey. Du Arsch. Ach, guck mal da, da ist ja noch eine Pumpe.
Er sagt ja, dass da drei Stück sind und... Meine Güte. Okay, es hat sich trotzdem irgendwie ein bisschen gelohnt, ne? Ich hoffe, ich komme da hoch. Ja, gut. Ich denke mal... Nein, bäh. So, Moment. Nein, da war nichts mehr. So. Pumpe einschalten. So. Und wieder eine Pumpe startbereit. Bleibt noch eine. Okay. Die werden wir auch noch finden. Ich denke mal, vielleicht hier. Nein. Ach Gott. Ich sage, wenn hier Probleme sind, dann sind das grundsätzlich immer Probleme mit meiner Wiimote oder Kameraprobleme hier. Ich wollte gerade sagen, hättest du das jetzt nicht gemacht, ich hätte dir sowas von in den Arsch getreten, Mickey. Wie hat der das denn jetzt bitte getroffen? Gerade stand immer voll davor und hat nichts getroffen. Und jetzt spritzt ihm mit dem Verdünner ganz woanders hin, weil er trifft sich selbst. Er ist doch saublöd. So, hier ist bestimmt wieder nur so ein oller Anstecker drin, den ich nicht brauche. Aber ich weiß auf jeden Fall nicht, wozu die gut sein sollen. Ja. Da kommen die eine, hallo? Die eine Pumpe da, die suchen wir jetzt auch noch hier in diesem Part. Moment mal. Okay, viel gebracht hat es mir nicht. Stichwort Pumpe. Jeden Tag hole ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und da mache ich Krach. Und es bringt mir gar nichts, hier die Fassade wegzumachen. Vielleicht hier. Weil das sieht mir auch nicht so aus. Oh, guck mal hier, so. Wo man nicht überall mal wieder irgendwelche Scheiße findet, die man doch immer wieder gut gebrauchen kann. Och, Mickey, du bist doch ein komischer Code. Okay, das macht nur Fassade dahin. Beziehungsweise macht das nur Fassade weg. Oh, Mickey, du bist doch... Der rutscht aber in jeden Scheiß ab. Nicht mal Mario stellt sich so blöd an, finde ich. Mickey Maus auf Umwegen. Wo ist die letzte Scheißpumpe? Was haben wir hier? Verdünner und... Nein. Boah, das ist aber Schwein. Da hat er jetzt aber gut reagiert, sag ich mal. Wiimote reagiert aber wieder scheiße. So. Oh. So. Ich könnte mir vorstellen, dass hier die letzte Wand drin ist. Oder auch nicht. Was haben wir denn hier? Ach Gott. Wo ist denn die letzte scheiß Pumpe hin? Das nervt. Es nervt unheimlich. Nee. Ja. Ja, ich finde keine Pumpe mehr. Also ich weiß, ich habe, glaube ich, jetzt überall hier so geschaut. Bäh. Geschaut habe ich. So, hoch. Ich gucke mich nochmal hinten ein bisschen um. Eventuell habe ich mich da noch nicht so ganz konkret umgesehen, sag ich mal. Also hier, so heißt es. Ja, hier doch, hier war ich ja doch schon. Oh, Kamera? Wo ist die Kamera? Warum kann ich meine Kamera nicht einsetzen? Was ist das denn für eine Kacke? Verfickter Buckmist. Bullshit. Naja. Ah, Moment. Vielleicht muss ich einfach mit dem Booten fahren. Ich schaue mal. Nee, wenn ich da überhaupt durchkomme, das sieht nämlich nicht so aus. Wah.
Ja, schön. Ja, ich muss den Verdünner finden. Moment! Nee. Mir war so, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Ja. Okay, Leute. Ich habe gerade ein bisschen geschaut und ich habe die letzte Pumpe gefunden. Die war einfach hier drin. In diesem Haus ja ganz am Ende. Einfach nur die Tür wegmachen mit Verdünner und rein damit. So. So. Super, die reparierten Puppen haben den Fluss gesenkt und wir können unter dem Gitter durch. Auftrag abgeschlossen. Repariere die Pumpen. Herrlich. So, jetzt warte ich nochmal auf so ein scheiß Boot. So, well. So, hier ist ein Kobold drin. So, den befreien wir noch eben. Kobold Eric. Ich habe nichts, was ich dir geben könnte, aber ich soll jemanden namens Tekla Green befreien. Er ist in einer Schatzkammer eingesperrt. Vielleicht teilt er ja mit dir. Ich wünsche, ich könnte es tun oder so. Ich habe eine Falle für einige von Hooks mechanischen Piraten gebaut. Aber dieser Green ist hineingestolpert. Da wollte ich hin, als mich Hooks mechanische Handlanger in den Käfig steckten. Okay. Ah. Ja, aber ich mache an dieser Stelle auch erstmal wieder Schluss und sage bis zum nächsten Part, Leute. Also, ciao.